Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, Folge 24, heute wirklich, ich habe ja schon letzte Folge Folge 24 angegeben und habe eigentlich gedacht, dass wir Folge 25 sogar haben, aber jetzt ist Folge 24, ich bin wieder in der Nummerierung drin, ich habe es geschafft, bis 20 und über 20 zu zählen. So, schauen Sie mal um. Dort hinten ist Nebel. Oh, ein Goblin-Skelett. Da stehen einfach Goblin-Skelette rum. Im Nebel, einfach so. Blutfliege. Aber wir sollten uns erstmal ein Bett suchen. Ich denke, dass wir gleich zu Onas Hof können. Und deswegen würde ich es wagen, erstmal nichts zu essen. Weil dort hinten ist schon Onas Hof. Und ja, und ich hoffe, dass wir auf dem Weg dorthin nicht kämpfen müssen. Sonst müssen wir ja nochmal laden. Na, wo wollen wir denn hin? Bist du hier der Oberaufseher? Ich gebe dir gleich ein paar hinter die Ohren, du Bengel. Gut. Wenn du auf meinem Land wahrscheinlich doch was essen willst, kostet dich das 5 Goldmünzen, wenn du keine Prügel kassieren willst. Na, wo wollen wir denn hin? Bist du hier der Oberaufseher? Ich gebe dir gleich ein paar hinter die Ohren, du Bengel. Wenn du auf meinem Land entlang spazieren willst, kostet dich das 5 Goldmünzen, wenn du keine Prügel kassieren willst. Dein Land? Bist du hier der Bauer? Na, das will ich meinen. Oder meinst du etwa, sonst würde ich dir Wegzoll abknüpfen? Von mir aus kannst du die anderen ja mal nach mir fragen. Vergiss es. Von mir kriegst du gar nichts. Dann muss ich dir jetzt leider den Arsch versohlen. Kannst es ja mal versuchen. Na dann. Aber wenn er uns nicht trifft, wenn er jetzt nicht so krass ausgewichen wäre, ich glaube, dann hätten wir es geschafft. Wir haben schon recht viel abgezogen. Gut, wir probieren es noch zweimal und wenn es nicht klappt, dann gehen wir zu Onas Hof. Na, wo bist du? Und gehen halt einfach nicht auf den Feldweg. Vergiss es. Von mir kriegst du gar nicht. Dann muss... Kannst es ja... Na dann! Okay, ich hab's versprochen, ich gehe jetzt dran vorbei. Aber wir kommen wieder. Wir merken uns das. Ihr merkt euch das. Auf euch. Aber ich glaube, den sieht man auch, wenn man hier zu Onas Hof vielleicht geht. Oh, das ist cool hier mit dem Zaun. Ich glaube, der war früher nicht da, oder? Sieht irgendwie so ungewohnt aus. Aber sieht gut aus. Da trainiert schon jemand. Da machen wir gleich mal mit. Hey Leute. Ich hätte erwartet, dass er uns anspricht. Wo willst du hin? Da rein. Ich wollte mal nachsehen, was es hier so gibt. Hier gibt's jede Menge Ärger für Männer wie dich. Du erzählst mir, du willst mal sehen, was es hier gibt? Tja,
Du willst zum Hof. Wieso bist du sonst den ganzen Weg hierher gelatscht, ne? Also erzähl mir keinen Mist und lass dich kurz von mir durchsuchen, dann kannst du weiter. Durchsuchen? Behalt bloß deine Finger bei dir. Oder was? Oder du wirst so schnell niemanden mehr durchsuchen können. Das wollen wir doch mal sehen. Wir haben noch keine Chance gegen den. Der Schock, wenn man unten eine Taskleiste sieht, wie sich da irgendwas verschoben hat und man erstmal guckt, ob es noch aufnimmt. Hey! Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Verstehst du was vom Kämpfen? Mit dem Schwert bin ich ganz okay, aber mit dem Bogen bin ich richtig gut. Warum fragst du? Wieso? In letzter Zeit haben die Bauern immer mehr Probleme mit den Feldräubern. Ein paar von ihnen haben sich sogar fressen lassen. Das fand der dicke Ona nicht gerade lustig. Wir haben alle eine Woche lang keinen Sold bekommen. Und es war mehr oder weniger meine Schuld. Jetzt will Lee, dass ich das Nest der Viecher alleine platt mache. Und die anderen Jungs haben schon Wetten abgeschlossen, ob ich es überlebe. Ich würde sagen, wir geben mal damit an, dass wir eins schaffen. Wo ist das Nest? Mitten auf dem Feld hier, in dem großen Felsen. Wir könnten das Nest gemeinsam angreifen. Du willst mir helfen? Warum? Ich will Gold sehen. Du Drecksack! Du willst meine Lage ausnutzen, was? Entweder ich bezahle dich, oder ich gehe wahrscheinlich bei der Sache drauf. Na gut, ich kann dir 50 Goldstücke zahlen. Mehr habe ich nicht. Gut, ja, ich glaube, das schaffen wir noch nicht. Beziehungsweise können wir das nochmal probieren, wenn wir nach draußen wieder gehen. Ich würde erstmal an dem vorbeigehen und an dem auch. Genau. Ich weiß noch gar nicht, wo läuft denn der jetzt hin? Läuft der schon zum Nest? Nee. Oder? Nee, der läuft spazieren oder so. Gut. Da sind wir jetzt endlich auf Onas Hof. Ganz mutig. Warte doch mal, Freundchen. Ja, ich wusste. Ich habe gar nicht gesehen, dass Sentenza dich durchsucht hat. Sentenza! Komm doch mal her. Einen Moment, er ist sofort hier. Dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Ach. Das hast du nicht gewusst. Ja, ist okay. Dann gehe ich halt an ihm auch vorbei. Gut. Also an ihm auch vorbei. Ich finde es irgendwie lustig, dass hier überall Nebel ist. Ich weiß nicht, ich finde das passt hier irgendwie nicht so hin. Finde ich lustig. Das macht es so ein bisschen trashig. Trashig, mystisch. Man darf halt nicht alles glauben, was man kommt. Das höre ich zum ersten Mal. Alles klar? Was willst du, Wurst, denn von mir? Oh, die sind alle so nett. Ich werde mich dann nicht. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Hör zu, Junge. Man braucht viel Kraft, um eine Zweihandwaffe zu führen. Warum gehst du nicht lieber auf die Weide und spielst eine Runde mit den Schafen? Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich speichere mal. So. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Wie sieht's aus?
Das geht dich nichts an, Schwächling. Okay. Ich habe gedacht, jetzt kommt vielleicht noch irgendetwas anderes. Das wäre so lustig gewesen. Ich bin stark genug. Unsinn, du könntest ein ordentliches Schwert wie meins nicht mal hochhalten. Ich sagte, ich bin stark genug. Ich lach mich tot. Willst du es auf eine Wette ankommen lassen? Gerne, aber erst später, bitte. Ich wette, ich kann mit deinem Schwert umgehen. So? Wie viel soll ich dir abknüpfen? Ach, du siehst aus wie eine arme Wurst. Sagen wir 30 Goldstücke. Hast du überhaupt so viel? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Klar. Dann lass mal sehen. Hier. Dann wollen wir mal sehen, wie stark du bist. Etwa so? Da hast du mich wohl dran gekriegt. Hätte ich nicht gesagt. Sieht man dir gar nicht an, dass du so viel Kraft hast. Tja, dann bin ich wohl um 30 Goldstücke ärmer. Hier. Und jetzt gib mir meine Waffe wieder. Das wäre ja gemein. Also ich würde schon ganz gerne drauf ankommen lassen. Naja. Ich denke nicht. Was war das? Ich glaube, ich werde sie noch ein bisschen behalten. Na warte, du Mistkerl! Erzähl mir nicht. Hör auf! Mein Gott, ein Kampf! Ganz kräftig dazwischen. Ja, gib's ihm! Den wirst du ja wohl schaffen! Wehr dich! Lass dir nichts gefallen! Oh, das tat weh! Lass dir nichts gefallen! Das war genauso. Schlag doch zurück! Gesessen. Schlag doch zurück! Mach ihn! Den wirst du ja wohl schaffen! Ich habe einfach viel zu lange gebraucht, um den Degen zu ziehen. Vor allem, ich kann es an der Waffe nicht mal tragen. Ich bin nicht stark genug. Das ist bestimmt ein Bug gewesen. Ich habe ja auch in der Zwischensequenz, also in dieser Sequenz, wo wir geredet haben, habe ich ja auch meine Waffe getragen. Naja. Versuch das ja nicht nochmal. Jetzt kann er seine Waffe haben. Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Geld. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Ich bin zwar kein schlechter Kämpfer, aber ein guter Lehrer bin ich deswegen auch noch nicht. Aber ich denke, ich kann dir die Grundlagen des Zweihandkampfes beibringen. Das heißt, wenn du mir mein Schwert wiedergibst. Ich glaube gar nicht, dass das alles ist. Ja, kann ich machen. Ich habe da meine eigene Pflicht. Hier hast du dein Schwert zurück. Wurde auch Zeit. Kannst du auch selbst. Aber ich. Man darf halt nicht alles glauben, was ich glaube nicht, dass ich da. Ich glaube, das brauchen wir noch nicht, weil am Anfang sind, glaube ich, Einhandwaffen schon ein bisschen praktischer, oder? Wo hast du das denn schon? Auf der anderen Seite eine rostige Axt haben wir. 5 Stärkepunkte fehlen uns nur. Zu den anderen fehlen uns utopische Zahlen halt. Also wir haben 20 zu wenig und 35 zu wenig. Das ist ja utopisch, aber 5 zu wenig ist gar nicht so weit weg. Naja, egal. Das ist sowieso alles noch. Also wir wissen dann zumindest, wenn wir Zweihand lernen wollen, wo wir Zweihand lernen können. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Alles klar? Hey, ich kenne dich! Aus der Kolonie! Was willst du hier? Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Das hat er doch vorher gewusst. Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Warum nicht? Hab nichts dagegen. Hast immerhin damals unsere Mine von den Gardisten befreit. Aber rechne bloß nicht damit, dass du bei den meisten anderen hier so einfach landen kannst. Es sind viele neue dazugekommen seit damals. Und einige der alten Söldner werden sich nicht an dich erinnern. Hätte dich auch fast nicht erkannt. Siehst ziemlich abgemagert aus. Als die Barriere eingestürzt ist, hätte es mich fast erwischt. Hast ja nochmal Glück gehabt. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir ein paar Tricks im Umgang mit dem Bogen zeigen, wenn du willst. Hab sowieso zurzeit nichts Besseres vor. Hat sich das jemals
Was? Das hätte er auch selbst wissen können. Seine Entscheidung. Ich kann das nicht. Wir haben ihn natürlich doch noch. Hast du? Ach, Bennett, einer von den Neuen, kümmert sich jetzt um die Waffen und Rüstungen. In der Kolonie war ich noch verantwortlich für Lees gesamtes Waffenlager. Und dann kommt so ein gelernter Schmied daher und zack, bin ich meinen Job los. Ich brauche unbedingt eine neue Aufgabe. Und wenn ich bloß auf die Bauernhöfe draußen aufpassen müsste, ist mir egal. Hauptsache, ich sitze hier nicht mehr rum. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Schon mal in der Stadt versucht, eine Arbeit zu finden? In der Stadt? Ja, keine 1000 Pferde bringen mich dahin. Oder glaubst du etwa, ich würde dort als Milizsoldat arbeiten wollen? Ich stelle mich mir gerade in dieser Hofschratzenuniform vor. Und dann dieser Gehorsamswahn. Nee, lass mal. Hier auf dem Hof habe ich zwar gerade nichts zu tun, aber ich kann wenigstens machen, was ich will. Meinst du, mir geht es besser? Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Ich kann das nicht glauben. Das höre ich zum ersten Mal. Das ist wirklich nicht mein Problem. Von selbst ist er da nicht. Wenn er das nicht... Es war genau so, wie du es sagst. Hat er doch vorher gewusst. Ich wundere mich aber gar nicht. Ja nicht mal Hallo, schönes Kind. Na, wo haben Sie dich denn laufen lassen? Das war doch schon vorher klar. Er hat auf die falschen Leute gehört. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Genau so, wie du sagst. Von selbst ist er da nicht. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Vor einigen Tagen hat mein Vater erlassen, dass wir nichts mehr in der Stadt verkaufen dürfen. Darum bleibe ich hier auf dem Hof und verkaufe meine Ware nur noch an Besucher. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Zeig mir dann. Was kann... Das hat er wirklich... Ich habe mein Vater hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass wir uns selbst verteidigen. Die Milizen haben uns sowieso nie geholfen. Die waren nur hier, um unsere Waren wegzuschleppen. Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt. Ich hätte das anders gemacht. Ja nicht mal, welche Arbeit gibt es hier auf dem Hof? Mein Vater zahlt Geld an alle Männer, die helfen, den Hof zu verteidigen. Hast du Interesse? Du siehst mir nicht wie jemand aus, der an Feldarbeit interessiert ist. Wie viel zahlt dein Vater? Das musst du schon mit ihm selbst aushandeln. Ich weiß nur, dass jeder der Söldner hier täglich seinen Sold bekommt. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Wir haben ihn natürlich doch. Was ist deine Aufgabe hier? Ich verkaufe die Waren unseres Hofes. Wenn du etwas kaufen möchtest, musst du es mir nur sagen. Aber ich warne dich. Bei mir wird nicht gefeilscht und nicht gestohlen, klar? Das höre ich zum ersten Mal. Gibt es hier irgendwelche Regeln, die ich beachten sollte? Du fasst hier nichts an, was dir nicht gehört. Du marschierst nicht in Bereiche, in denen du nichts zu suchen hast. Und wenn du vorhast, dich zu prügeln, halt dich an die Söldner. Wenn du Schlägereien mit den Bauern anfängst, hast du ja alle gegen dich. Ist das wirklich wahr? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Und dann versuche ich mal zu stehlen. Ich hätte das anders gesagt. Na warte, du dreckiger Dieb! Aber die sind alle so gut. Ich bin einfach zu schlecht. Okay. Der nächste. Vielleicht kann mir der Schmied ja irgendwie schmieden. Ich beifällen. Verkaufe keine Waffen. Das macht Khaled. Er ist bei Ona im Haus. Was für Waffen stellst du her? Zurzeit größtenteils einfache Schwerter. Aber wenn ich magisches Erz hätte, könnte ich Waffen schmieden, die besser sind als alle vergleichbaren Waffen aus normalem Stahl. Du weißt nicht zufällig, wo man hier in der Gegend welches findet. Außer im Minental, meine ich. Nein. Natürlich nicht. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass die Zeit schon ganz schön fortgeschritten ist. Wir müssen an dieser Stelle erstmal die Folge beenden. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.